Die kritische Infrastruktur ist ja immer wieder ein Ziel russischer Angriffe. In der Hafenstadt Odessa waren jetzt etwa 500.000 Haushalte von Stromausfällen betroffen. Wie ist da der aktuelle Stand und welche Auswirkungen hat das letztendlich auf die Bevölkerung? Also der Gouverneur hat heute Morgen gesagt, dass man zumindest 300.000 Haushalte wieder ans Stromnetz hat anschließen können. Es sind viele Generatoren natürlich im Einsatz. Weitere sollen in der Stadt eintreffen. Aber das zeigt, wie fragil eben diese Energieinfrastruktur inzwischen ist in der Ukraine. Wir wissen, bis zu 70% sind beschädigt oder gar zerstört. Und wir erleben das hier in Kiew nachts, wenn es einfach mal dunkel ist in der Stadt, teilweise wegen Stromausfällen, teilweise weil einfach Energie gespart werden muss. Und dann, wenn man in die wirklich Frontgebiete hineinschaut, dort die Menschen größtenteils komplett ohne Strom. Da wird dann geheizt mit Holz, da werden Feuer entfacht, damit man sich warm halten kann. Strom ein großes Problem, Wasserversorgung ein Riesenproblem, Heizen natürlich ganz genauso. Und man sieht die Wetterverhältnisse hier in Kiew in Richtung Osten, ist das nochmal schwieriger. Also da bleibt die Lage, um es wirklich vorsichtig zu formulieren, extrem, extrem angespannt.